Sehen? Julia flirtet schon wieder. Sie heiratet sowieso mal einen Automaten. Mein Name ist Julia Seifert, ich bin 21 Jahre alt und im ersten Lehrjahr zur Fachkraft für Automatenservice. Automaten haben mich einfach schon immer fasziniert und dadurch, dass ich auch gerne im Servicebereich arbeite, konnte ich als Fachkraft für Automatenservice diese beiden Bereiche wunderbar kombinieren. 1, 2, 3, 4, alles Gute wünsche ich dir. Mein Name ist Melanie Schäfer, ich bin 24 Jahre alt und befinde mich im zweiten Ausbildungsjahr zur Fachkraft für Automatenservice. Ich stehe den Gästen mit Rat und Tat immer zur Verfügung. Das heißt zum Beispiel, wenn sie einen Spielablauf vom Gerät wissen wollen, dann erkläre ich ihnen das natürlich. Bei uns in der Branche ist es natürlich auch sehr wichtig, durch die hohen Serviceleistungen, dass die jungen Menschen kommunizieren. Natürlich aufgeschlossen neuem gegenüber sind und auch die Fähigkeit erlangen, verschiedene Persönlichkeiten im Servicebereich zu bedienen. Mein Name ist Denise Fouquet, ich bin 24 Jahre alt und befinde mich im zweiten Ausbildungsjahr zur Fachkraft für Automatenservice. Dieses Berufsprofil hat mir sofort zugesagt und daraufhin habe ich mich sofort beworben. Wenn man sich für die Ausbildung interessiert, dann sollte man keine Angst haben, mit Menschen zu reden, freundlich sein, fleißig sein und natürlich Spaß an der Arbeit haben. Also ich bin Sandra Artmann, komme aus Regensburg, bin 31 Jahre alt und habe jetzt die abgeschlossene Ausbildung Fachkraft für Automatenservice. Also da ich ja schon seit ich 18 bin in der Gastronomie tätig war, also viel mit Service zu tun hatte und kam mir das eigentlich ziemlich gelegen mit dem Beruf und habe mir gedacht, Mensch, das machst du jetzt. Auch wo mir die Automaten ein bisschen fremd waren, haben wir gedacht, aber das habe ich alles jetzt gelernt und man muss nicht Angst davor haben, wenn man was Neues anfängt. Also es ist sehr, sehr toll. Man ist immer am Puls der Zeit. Diese Mischung macht es aus. Zum einen ist es ein ganz starkes serviceorientiertes Berufsbild. Zum anderen fließen natürlich Dinge wie Administration, laufende Stundenerfassung, Arbeiten mit Großwechslern hinzu. Also es ist einfach sehr, sehr spannend und hochgradig abwechslungsreich. Es ist toll, es ist faszinierend, es ist abwechslungsreich, es ist, ja, geil. Wer sich für diese Ausbildung interessiert, entscheidet sich für eine sehr gute Ausbildung mit vielen Perspektiven. Mein Traummitarbeiter, begeisterungsfähiger junger Mensch, der plötzlich entdeckt, das ist genau das, was ich gesucht habe. Du brauchst mindestens einen ordentlichen Hauptschulabschluss. Du bist korrekt und ordentlich. Du brauchst 2 Jahre Zeit. Du wirst Kunden bedienen und betreuen, Events vorbereiten und durchführen, in einer zukunftsorientierten Branche tätig sein. Du willst einen modernen Serviceberuf? Dann ist das deine Chance. Am Ende einer erfolgreichen Ausbildung steht der Abschluss mit einem Zeugnis der Industrie- und Handelskammer.